Ja, hallo YouTube. Hier ist wieder der Freeman. Ja, was ich vorhabe ist, ich wollte so eine kleine Schweizereihe anfangen. Schweizereihe heißt für mich in dem Falle Firma Wenger und Firma Victorinox. Ich fange auch mit meinem kleinsten an. Das ist auch mein einzigstes Wenger. Mein einzigstes Original Wenger. Wenger ist ja in Victorinox aufgegangen. Ist ja im Endeffekt aufgekauft worden. Ja, sonst wären sie wahrscheinlich an die Chinesen verkauft worden. Fand ich ganz gut, dass sich da Victorinox für eingesetzt hat. Ja, fangen wir mal an. Mein kleinstes Wenger, sag mal so, mein kleinstes Schweizer. Sorry Leute, irgendwie ein Froschmals. Ist das Wenger Nail Clip 580. Gibt es auch mittlerweile als Victorinox Nail Clip 580. Ich habe es zwar noch nirgendwo zu kaufen gesehen. Junge, Junge, ganz schön schwerer Frosch. Mal einen Schluck Kaffee trinken, das hilft vielleicht. Ja, das Einzige, was Victorinox wirklich verändert hat, ist, man sieht hier die typischen Wenger-Schalen, die konturiert sind auf beiden Seiten. Da hat Victorinox seine glatten Schalen drauf gemacht. Finde ich ein bisschen schade, weil diese Reihe ist sozusagen diese neue 65 mm Reihe bei Victorinox. Victorinox hat ja als kleine Reihe die 58er Reihe gehabt. Wenger hatte eine 65er sozusagen. Ja, der Nail Clip, wie der Name schon sagt, heißt Nagelklipser. Gab es in verschiedenen Farben. Meine Frau hat das Ding in Grün. In so Neongrün, ich habe ihn Neonblau. Wir fanden die Farben gar nicht schlecht. Meine Frau suchte sowieso immer ihre Klamotten. Und die Idee kam mir, wie sie letztens mal wieder kaputte Nägel hatte. Ist eine absolut Käse-Sache. Eingerissener Fingernagel kann sau weh tun. Hat Victorinox, wie ich schon sagte, 1 zu 1 übernommen, außer halt seine glatten Schalen drauf zu tun. Und leider im Moment keine anderen Farben zu bieten. Ja, hier dran. Das ist nichts anderes wie das Classic. Eigentlich ist Nagelfeile. Die kleine Klinge. Auf der anderen Seite die Wenger-Schere, keine Victorinox-Schere, wie man nämlich sieht an der Feder. So, dritter Versuch. Jetzt hoffen wir mal, dass die Kamera nicht mehr abspringt. Ja, eigentlich wollte ich gerade versuchen, die Mikroverzahnung einzufangen, aber das könnte schwierig werden. Ich denke mal, das ist fast unmöglich. Aber auf jeden Fall, man sieht, ist ein Original Wenger noch. Hat Victorinox nicht geändert. Ja, gerade ist auch meine Frau gekommen. Da kann ich euch auch die zwei Farben zeigen. Das ist das Grüne. Also ist echt schön. Ist nicht einfach dieses Standard Rot oder Rot-Schwarz, was Wenger benutzt, sondern mal richtig schöne Farben. Ja, und hinten, wenn man diesen Kunststoff nach hinten drückt, kommt der Nagelknipser zum Vorschein. Einfach umlegen und er geht. Also er geht auch sehr, sehr gut. Gut, passen natürlich jetzt nicht unbedingt Holzfußnägel zwischen. Aber ich glaube, das ist auch in dem Fall nicht ganz so wichtig. Da geht es mehr so darum, ja, so als Männermaniküre oder als Notfall. Also, ich habe vorhin damit meine Fingernägel gemacht. Deswegen habe ich auch so lange gewartet. Mit einem vernünftigen Video. Ich wollte aus eigener Erfahrung berichten. Funktioniert astrein. Feile ist auch gut. Also wirklich Kunststoffclip. So eine Art Kunststoff. Ja, Heber ist das, nicht Clip. Dann kommt er zur Seite noch und hier sieht man auch noch Wenger. Auf den neuen steht tatsächlich schon Victorinox. Ist auf der Klinge nicht anders. Mal gucken, ob ich das eingefangen kriege. Einmal hier durchgreifen, mal auf dem weißen Untergrund. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen.
war das schwierig, unten auf der Klinge zu sehen. Aber ist tatsächlich da, in dem Fall steht da noch einmal Victorinox. Ja, die Klinge musste ich ein bisschen nachziehen. Ich habe mal das Aldi-Prospekt. Also Klinge einfach nur ein bisschen auf Leder und schon war wieder gut. Also ist echt schön. Nail Clip 580. Noch sind Modelle erhältlich, auch in mehreren Farben von Wenger. Ich denke, da haben die Firmen noch einige Lagerbestände gehabt. Deswegen hat Victorinox auch noch nicht wirklich angefangen, seinen eigenen Nail Clip auszuliefern. Ja, Maße kann ich euch noch sagen, ist ein 65 mm Modell, wiegt ca. 40 Gramm, ist also Klinge, eine Nagelfeile mit Nagelreiniger, der Knipser, Schere mit Mikroverzahnung, ja und natürlich, hat natürlich auch Wenger hier oben drin, Zahnstocher und ne? Und natürlich Pinzette. Sind hier gegenläufig eingebaut. Bei Victorinox sind die ja von außen zugänglich. Und bei Wenger muss man von innen reingreifen. Ja, das war der Nail Clip. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, die haben den kleinen Inox-Ring so klein gemacht. Also ist echt schwierig einzuhaken. Hätten sie besser ein kleines bisschen größere nehmen sollen. Aber ist ein echt schönes Teil. Für mich mein Hauptnagelknipser. Und für meine Frau ihr Notfall. Aber macht sich ganz gut. Ist gut für Schlüsselanhänger und so weiter. Wenn ich jetzt mal mein altes Spaten mit neuer Hülle nehme, sieht man ganz gut die Größe. In dem Falle von der Größe her ist es also echt schön für den Gürtel. Ja, das war's vom Nail Clip. Ich sag mal bis zum nächsten Schweizer Teil. Servus Dito, euer Freeman.